machen heute etwas Festliches, und zwar mit dem grossen Lachs. Und für das habe ich zwei von meinen guten Freundinnen eingeladen. Für das Gericht brauchen wir Schiffli. Und ich tue euch mal verraten, was es heute gibt. Wir machen so ein Gemüseragout mit Kürbis und Zwiebeln. Dann marinieren und füllen die nachher in so Pergamentschiffli, wo man so wie kleine Geschenke auf den Tisch legen kann, was passt zu den Festen. Man geschieht schon so eine dünne Tranche, damit man Streifen anbringt. Mit den Zwiebeln dasselbe, also rüsten und dann, wir sagen dann emessieren, auch in Streifen und dann hier in die Schüssel, damit man es marinieren kann. Also eigentlich. Jetzt siehst du gerade, das Stück ist eigentlich so ein bisschen traurig Teil, aber sie haben das jetzt sehr schön gemacht, das hat fast keinen. Und wenn du den wegnehmen willst, tust du eigentlich so eine Art V-Schnitt einmachen. Auf dieser Seite auch. So, dann kann man das nämlich schön wegschneiden. Ich glaube, ich lasse dich hier mal basteln. Und jetzt kann ich selber aussuchen, wie gross möchte ich das Gericht machen. Also als Vorspeise würde jetzt das eigentlich langen. Und ich würde sagen, das wäre optimal, aber wir wollen, dass es ein bisschen schick aussieht. Also machen wir sie nicht zu gross, weil es muss dort das Täschchen passen. Klar. Genau. Super. Also ich tue mal schon ein bisschen Weisswein rein. Das braucht einfach ein gutes Weisswein. Salz, Pfeffer drin und ein bisschen Olivenöl und dann es kurz mischen, also sobald natürlich dann Zwiebeln drin sind. Also ich meine, wir machen jetzt heute etwas recht Spezielles, kombiniert alt und neu. Also ich habe dir noch nicht verraten, gell? In dieser Soße, die ich jetzt gerade mache, zum Fall noch ein Schoki drin. Ernsthaft? Ja. Du, wenn ich zu wage, gewinnt nichts, oder? Das Coole ist, Schoki bindet auch leicht. Und der Geschmack, also jetzt besonders bei der, wo natürlich die Vanille führen kommt, kannst du da perfekt einbauen, indem du das nämlich einstreust. Und schön rührst und ein bisschen aufkochst und dann bindet sie wie von alleine ab. Und damit sie noch ein bisschen besser zum Fisch passt, gehen wir zurück zum Klassiker Safran. Also was wir dann wieder klassisch Lachs mit Safran kombiniert hätten, aber immer noch die Schoki drin haben. Das ist spannend. Wer nicht so ein grosses Portemonnaie hat, kann ja ganz einfach die normalen Safranpulver nehmen. Ich finde es auch selber noch schön, weil es ein bisschen dekorativer ist. Raphael, auch noch probieren mit Schoki? Unbedingt. Also Pasquale, du kannst jetzt gerade mal den Lachs oben drauf legen. Jetzt kann man, wenn man will, kann man oben noch ein bisschen Salz und Pfeffer drauf tun. Tun ich jetzt nicht, weil wir ja ganz am Schluss dann die feine Soße drüber tun. Wir schieben sie jetzt in den Backofen bei 180 Grad, ca. 10 bis 15 Minuten. Es kommt immer darauf an, wie dick das der Lachs ist und auch in dem so Füllung, die man unten hat. Und dann müssen wir nur noch anrichten. Also ist super cool zum Vorbereiten, wenn man Besuch hat. Das wäre das perfekte Gericht. Das kann man machen, in den Kühlschrank schieben und wenn die Leute kommen, sie nur noch hier shoppen. Also eben, wenn ihr ja noch das Gericht braucht für Weihnachten, das wäre es. So, nach meiner Meinung könnte man es jetzt servieren. Also, zum Wohl miteinander. Ich hoffe, ich habe euch mal ein etwas Neues gezeigt. Das kann man gut nachkochen, oder? Ja, super. Dann probieren wir das heute mal.